Steven, fertig, Pause. Alles weglegen, ja, bitte. Entschuldigung. Die Deutschprüfung geht los. Ja. Kannst du mir sagen, welchen Fall die Präposition über hier verlangt? Jana wundert sich über ihren Bruder. Also Jana wundert sich über ihren Bruder. Fein. Akkusativ. Sehr gut. Was bedeutet die Redewendung, die Schweizer Fans waren außer Rand und Band? Ja, dass sie sich einfach so freuen. Also wenn es auf, ja, zum Beispiel so mal gewinnen und eben dann sind sie außer Rand und Band wegen, ja, und sie freut sich krass eigentlich. Das ist richtig. Sie sind übermütig und völlig am Durchdrehen. Mein Gott, ey. Die Maschine. Kannst du mir zwei Redewendungen sagen, die mit Wasser zu tun haben? Mit Wasser? Mhm. Ja. Nein, also wenn ich jetzt raten würde, dann irgendetwas. Weißt du gar nichts? Nein. Was können Sie mir mal ein paar sagen? Zum Beispiel jemand ins kalte Wasser schiessen. Oder stille Wasser sind tief. Okay, wow. Da habe ich definitiv keinen Punkt verdient. Ja, das sehe ich auch so. Unter deinem Block hast du ein Blatt mit einem Satz drauf. Welche Fehler haben sich dort eingeschlichen? F ist falsch. Also da, also vorsichtig. Ist mit einem Vögel-V. Genau. Sein. Das Komma. Richtig. Ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht schreibt man es nämlich auch anders. Das also etwas da ist komisch. Was dünkt dich denn komisch? Ohne H. Bravo, gut gemacht. Noch können austribbeln. Sag mir, was Verb und was Adjektiv ist. Yannick und Steven begegnen sich beim grossen Tor. Also Yannick und Steven begegnen sich. Mhm. Begegnen. Ah, begegnen ist Verb. Genau. Und sich ist Adjektiv. Falsch, grossen ist das Adjektiv. Okay. Setz das mit zwei S oder das mit einem S ein. Er wohnt im Haus, runde Fenster hat. Ein S. Genau. Und er vergisst, er einkaufen muss. Zwei S. Auch das ist richtig. Und, wie ist es gelaufen? Also ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet, wo Deutsch gekommen ist. Darum ist es, glaube ich, ganz okay gelaufen. Es hat ein 4,75 gegeben. Wow.